Dabei. So Freunde, wir haben ein bisschen Angst hier. Kameras, Objektive, alles dabei. Ja. Wenn wir jetzt kentern, das wird sehr teuer. Ja, das wird echt sehr teuer. Das könnte teuer werden. Boah, das Wasser hier ist echt ein Traum. Leute, fahren wir mit der Tank mal nicht. Leute, dieser Strand hier ist so traumhaft, ist echt crazy. So klares Wasser. Welcome to Monkey Island, Alter. Dieser Strand hier ist wirklich traumhaft, das ist so krass. So, der Basti muss Kameramann spielen. Leute, ich habe den ersten Affen gefunden. Hier. Das ist ein ganz seltenes Exemplar. Ein ganz seltener Affe. Oh Gott, Leute, der Affe greift mich an. Entschuldigung, ich hätte gern eine Frage. Wer hat denn die Kokosnuss geklaut? Weiß er nicht. Oder er hat die Kokosnuss geklaut. Das ist auch möglich. Wir wissen es nicht. Bro. Der verfolgt mich. Geh vorbei. Brav. Entschuldigung, hast du die Kokosnuss geklaut? So Leute, das ist der Manfred. Der Manfred ist auf der Lauer. Der sucht nämlich gerade nach dem Dieb. Der guckt nämlich, wer die Kokosnuss geklaut hat. Manfred, weißt du schon, wer die Kokosnuss geklaut hat? Vielleicht klaut er dir deine Kamera. Ah, jetzt weiß ich's. Sie sind ja in Thailand, ich spreche ja gar kein Deutsch. Ja, du musst Thailändisch reden. Du musst Thailändisch reden. Savadikap. Savadikap. Koko? Coconut? So Leute, das Krasse ist, hier gibt's nicht nur diese kleinen Affen, hier gibt's auch Menschenaffen. Und ich habe hier einen gefunden. Hier ist ein richtig echter Menschenaffe. Hey. Hallo. Ich spreche aber kein Deutsch. Ich bin ein Affe. So, die Affen sprechen ja Englisch, oder? Ja, eben. Excuse me, you speak English? Entschuldigung, wissen Sie, wer die Kokosnuss geklaut hat? Entschuldigung? Who stole the coconut? Ich meine, ganz genau. The coconut? You stole it? The coconut? Also Leute, kleines Update, hier gibt es ungefähr 3, 4, 5 Affen. Also, weiß nicht, Monkey Island, die sind wahrscheinlich alle im Dschungel unterwegs. Habe ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, aber dafür, der Strand hier ist so unglaublich, das Meer ist wirklich wie aus dem Bilderbuch. Ja, nur die Affen, die fehlen. Die sind da nicht so cool drauf. Also wer mal mit Affen so rumspielen will und so, den empfehle ich mal Gibraltar, das ist geisteskrank, was Affen angeht. Oh, guck mal, da kommt der. Oh, da, so drauf. Da oben klettert auch noch ein Kleiner. Der Laurenz, glaube ich. Na freilich, breitbeinig hinhocken. Hier ist der Lorenz von dem Lorenz. Oh, jetzt. Lorenz! Wow! Der zieht ihm am Schwanz. Ein Affenkampf! Oha, jetzt ist. Lorenz gegen Lorenz! Alter! Leute, nix Versautes machen! Das wird auf YouTube hochgeladen. Strike back, strike back! Das würde ich mir nicht gefallen lassen. Affenkampf. Das würde ich mir nicht zweimal sagen lassen. So Freunde, das ist der Jürgen. Hast du die Kokosnuss geklaut, Jürgen? Guck mal, wie der wegguckt. Ich glaube, der hat die Kokosnuss geklaut. Ich glaube, wir haben eine gefunden. Jürgen, wir versuchen wegzugucken. Der ist es. Schaut mal, der Carsten, der ist auch da. Hey Carsten, hier steht Smoking Kills. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Ist ja egal. Schlimm. Affenlunge ist kleiner, da stirbt man viel schneller durch Smoking. Und Simon, wie findest du die Affen? Ich finde die witzig. Ich finde die echt cool. Es macht Spaß, hier zu sein. Das einzige Blöde hier ist, es mittlerweile 14 oder 15 Uhr und wir haben noch gar nichts gegessen. Also wie kann man denn so eine Bootstour planen, wo es nichts zu essen gibt? Die kriegen auf jeden Fall kein Trinkgeld von uns.
Wir verhungern ja. So, Freunde, jetzt gibt's einen Fisch, den wir vorhin gefangen haben. So, jetzt gibt's ganz frischen Fisch. Wow. Hey, der schmeckt voll gut. Krass. Geil. So, jetzt gibt es ein wenig einen Nachtisch, ein bisschen einen Obstteller. Das passiert, wenn man im Ozean schwimmt, wo wir mit dem Boot unterwegs sind. Markus, danke, dass ich dich essen durfte. Du hast wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Das ist ein guter. Die gute Nachricht ist, wir haben was gegessen. Die schlechte Nachricht ist, wir sind nicht ansatzweise gesättigt. Wir hoffen, wir finden bald was zu essen. So, wir sind jetzt wieder an Land und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich beende den Vlog hier an dieser Stelle. Wir sind gerade bei Prime Burger, dem besten Burger in ganz Phuket. Hier gibt es zwei richtig geile Burger, die werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.